Hallo meine Lieben, heute mal was ganz anderes. Heute ist es wieder eine Art Vlog, doch eher ohne mein Gesicht, aber es ist trotzdem mein Video und deswegen, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie es ankommen wird. Mir fällt im Moment kein Tutorial ein, deswegen mache ich was anderes. Mich freuen unheimlich die Kommentare über meine Stimme. Ich höre mich ja selbst anders, habe mich aber auch schon an die Stimme gewöhnt, die ich höre, wenn ich die Aufnahmen bearbeite und so. Und deswegen möchte ich heute auf Deutsch einen kleinen Text vorlesen. Vielleicht kennt ihn mancher von euch, ich weiß es nicht, das wird man sehen. Auf Deutsch erstmal. Ich versuche meine Stimme ein bisschen zu anders zu betonen und so, und ihr könnt mir ja dann sagen, ob es euch gefällt oder nicht. Ja, fangen wir doch einfach mal mit dem Deutschen an. Viel Spaß. Die Welt ist im Wandel. Ich spüre es im Wasser. Ich spüre es in der Erde. Ich rieche es in der Luft. Vieles, was einst war, ist verloren, da niemand mehr lebt, der sich erinnert. Alles begann mit dem Schmieden der großen Ringe. Drei wurden den Elben gegeben, unsterblich und die reinsten und weisesten aller Lebewesen. Sieben den Zwergenherrschern, großen Bergleuten und geschickten Handwerkern in ihren Hallen aus Stein. Und neun Ringe wurden den Menschen geschenkt, die vor allem anderen nach Macht streben. Denn diese Ringe bargen die Stärke, den Willen jedes Volk zu leiten. Doch sie wurden alle betrogen, denn es wurde noch ein Ring gefertigt. Im Lande Mordor, im Feuer des Schicksalsberges, schmiedete der dunkle Herrscher Sauron heimlich einen Meisterring, um alle anderen zu beherrschen. In diesen Ring floss seine Grausamkeit, seine Bosheit und sein Wille, alles Leben zu unterdrücken. Ein Ring, sie zu knechten. Der Reihe nach gerieten die freien Länder Mittelerdes unter die Herrschaft des Ringes. Doch einige leisteten Widerstand. Ein letztes Bündnis aus Menschen und Elben zog in die Schlacht gegen Mordor und kämpfte an den Hängen des Schicksalsberges für die Freiheit Mittelerdes. Der Sieg war nah. Doch die Macht des Ringes konnte nicht gebrochen werden. Und es geschah in dem Moment, als es keine Hoffnung mehr gab, dass Isildur, des Königs Sohn, seines Vaters Schwert ergriff. Sauron, der Feind der freien Völker Mittelerdes, war besiegt. Der Ring ging an Isildur, der nun die Gelegenheit hatte, das Böse für immer zu vernichten. Doch die Herzen der Menschen sind leicht zu verführen. Und der Ring der Macht besitzt einen eigenen Willen. Er verriet Isildur und brachte ihm den Tod. Und was nicht in Vergessenheit hätte geraten dürfen, ging verloren. Geschichte wurde Legende, Legende wurde Mythos. Und 2500 Jahre lang wusste niemand mehr um den Ring, bis er sich eines Tages einen neuen Träger suchte. Der Ring geriet dem Geschöpf Gollum in die Hände, der ihn tief hinein in das Nebelgebirge trug. Und dort verfiel er dem Ring. Der Ring verlieh Gollum ein unnatürlich langes Leben. 500 Jahre lang vergiftete er dessen Verstand. Und in der Finsternis von Gollums Höhle wartete er. Dunkelheit legte sich über den Wald der Welt. Gerüchte wurden laut über einen Schatten im Osten. Ein namenloses Grauen ginge um. Und der Ring der Macht spürte, dass seine Zeit gekommen war. Er verließ Gollum. Doch dann geschah etwas, was der Ring nicht beabsichtigt hatte. Er wurde von dem unwahrscheinlichsten Geschöpf gefunden, das man sich vorstellen kann. Einem Hobbit, Bilbo Beutlin aus dem Auenland.
Und bald wird eine Zeit kommen, da die Hobbits das Leben aller bestimmen. So, das war der deutsche Text. Vielleicht wisst ihr, um was es geht. Ich glaube, so ziemlich am Schluss oder auch schon am Anfang kann man heraushören, um was es geht. Zum zweiten Text, der ist auf Englisch. Ich bin ein Englischliebhaber und ich schaue mir gern Serien, amerikanische Serien auf Englisch an. Und diese Textzeile ist jetzt nicht so lang wie das vorherige deutsche, aber es ist ein Zitat aus Grey's Anatomy und ich finde es toll, ein bisschen beängstigend, aber trotzdem toll. Und ich hoffe, euch gefällt es genauso wie mir und naja, schauen wir einfach mal. Ja, viel Spaß. There is a reason I said I'd be happy alone. It wasn't because I thought I would be happy alone. It was because I thought if I'd left someone and then it fall apart, I might not make it. It's easier to be alone. Because what if you learn that you need love and then you don't have it? What if you like it and lean on it? What if you shape your life around it and then it falls apart? Can you even survive that kind of pain? Losing love is like organ damage. It's like dying. The only difference is death ends. This, it could go on forever. So, das waren jetzt meine vorgelesenen Texte. Der eine länger, der andere kürzer. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich weiß, es ist jetzt nichts Besonderes, aber könnt mir ja ein bisschen Feedback geben, was ihr so davon haltet und ob ich euch vielleicht regelmäßig einmal im Monat was vorlesen soll oder so, keine Ahnung. Ja, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei und dieses Video war jetzt nicht nur sinnlos, sondern hatte vielleicht auch ein bisschen Gehalt und ihr konntet was damit anfangen. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.